die größte Demo der Menschheitsgeschichte. Wie komme ich drauf? Ja, die größte Demo in der gesamten Menschheitsgeschichte. Das muss man sich einmal so auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir wirklich dabei sein könnten bei einer Demo, die es noch niemals zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben hat. Wenn Millionen Menschen sich an einem Ort versammeln, also Millionen, das wird sowas von historisch werden. Und wie komme ich jetzt doch mal darauf? Ich habe jetzt einiges so beobachtet in den sozialen Medien. Wir wissen, was am 1. August passiert ist. Wir wissen, dass die Mainstream-Medien absolut gelogen haben, dass in Berlin mehrere hunderttausende Menschen, wenn nicht sogar über 1 Million Menschen, dorthin gekommen sind, um für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit einzustehen. Also weit weg von irgendwelchen so, wo man jetzt sagt, die Mainstream-Medien verbreiten Verschwörungstheorien, indem sie behaupten, das sind die bösen QAnon-Fanatiker und Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger. Also das wissen wir heute. Das ist ein Fakt, dass das normal nicht so war, dass dort ganz normale Menschen sind, bodenständige Menschen, seriöse Menschen, ich will nicht sagen spirituelle Menschen, weil sonst wird man schon wieder in eine Ecke gestellt, aber sehr nachdenkliche Menschen, die natürlich denen das auffällt, wo wir in den letzten Jahren, wo das ganze System eigentlich sich verwandelt hat in ein faschistisches, verbrecherisches System, überall auf der ganzen Welt, egal wo du hinschaust, okay? Und wir erleben gerade das größte Aufstehen in der Menschheitsgeschichte, das größte Erwachen. Wenn Millionen Menschen auf die Straße gehen, dann kann ich nicht mehr einfach wegschauen oder darüber schmunzeln oder sagen, ein paar Spinner gehen da auf die Straße. Das muss man sich einmal vor Augen führen, weil es ist sowieso schon ohnehin schwer, dass du irgendeinen normalen Menschen aus seiner bequemen Couch, aus seinem Fernseher irgendwo hervorlockst. Also das ist ja schon Höchstleistung, okay? Und jetzt haben wir aber das, wo Millionen Menschen aufstehen für Freiheit, für Frieden, für Gerechtigkeit, okay? Ich glaube sogar, dass es sowas noch niemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, weil wir wissen, dass viele andere Demonstrationen ja immer bezahlt worden sind, vom Soros, vom Deep State und so weiter, also es war immer sehr viel Inszenierung dabei. Und jetzt haben wir wirklich das erste Mal, wo Menschen von sich aus auf die Straße gehen. Und ja, das muss man einfach einmal sacken lassen. Und warum das jetzt die größte ist, was am 29. August sein wird, weil zum einen einmal viele vom 1. August das nicht geglaubt haben. Viele waren sogar selber überrascht, dass so viele Menschen hingekommen sind. Und wenn sie gewusst hätten, dass sie Hunderttausende sind, dann wären noch viel mehr gekommen. Weil ja von vorhinein schon einige gesagt haben, naja, wenn 20.000, 30.000, wenn es wären, ist das eh gut. Ja? Also die haben selber nicht einmal mit so einem riesen Ansturm gerechnet. Okay? Das heißt also jetzt wissen alle schon, dass wir in der Wahrheitsbewegung Millionen Menschen sind, okay? Das heißt, weil ich rede ja nicht von denen, die dort waren, wenn wir sagen, 1 Million waren dort, aber ich sage mal, wer geht denn da schon hin, auch wenn du noch so davon überzeugt bist, gläubig bist und du weißt, welche Missstände in dem System herrschen, dann bewegst du trotzdem deinem Arsch nicht hinaus, weil man einfach in dieser Bequemlichkeit erzogen worden ist. Also das heißt, man muss ausgehen, dass vielleicht nur ein Zehntel davon hingekommen sind, eigentlich, wo man sagt, in Wahrheit stehen noch viel mehr dahinter. Das heißt, wenn wir von 1 Million ausgehen, dann muss man schon rechnen, dass 10 oder 20 Millionen Menschen weiter hinter diesen Menschen stehen, wenn nicht sogar noch mehr Menschen. Das heißt, wir reden wirklich schon von einer Zahl, die man sich kaum noch vorstellen kann, okay, die bereits erwacht sind.
Das heißt, das System wird jetzt demnächst mal richtig kippen. Die Frage ist jetzt, weil ich gesagt habe, das wird das historischste Ereignis werden, was wir am 29. erleben, weil dort wahrscheinlich dann Millionen nach Berlin kommen werden. Warum? Weil schon, und das weiß ich jetzt zwar noch nicht genau, ich habe noch nicht genau darüber nachrecherchiert, weil wir schon überall hören, dass auch von Frankreich diese Gelbwestenbewegung möchte dort mobilisieren, beziehungsweise nach Berlin mobilisieren. Das heißt, wenn das wirklich passiert, wenn auch von anderen Ländern riesengroße Organisationen dazustoßen, die auch eben zu der Freiheitsbewegung gehören, dann wird es wirklich, ja, das kann man nicht mehr beschreiben als, ja, das wird historisch. Und wie alles danach ausschaut, also jetzt mobilisieren natürlich noch viel mehr, auch die alternativen Medien, die hunderttausende Abonnenten haben. Und ich rede jetzt davon, wenn es jetzt nur 100 gibt von den alternativen Medien, die auch selbst über hunderttausende Abonnenten bereits haben, wisst ihr, wie viele Menschen das sind, wenn die alle kommen oder beziehungsweise wenn sich nur ein Bruchteil von denen auf den Weg macht. Das wird unglaublich, okay? Das wird so unglaublich. Drum, ich möchte ja auch, also das Problem ist, weil mir am 29. Ich selbst, also von Österreich aus, es wäre mir ein Anliegen gewesen, da auf jeden Fall dabei zu sein. Leider sind wir verhindert, also ich persönlich habe keine Zeit und auch bei uns im Verein. Aber ich hätte mir wirklich diese Zeit genommen, um an diesen einen Tag dort hinzureisen, um dabei zu sein. Aber das geht einfach mal nicht, okay? Welche Gründe auch immer, okay, es funktioniert nicht. Aber jetzt mein Appell an alle meine Abonnenten da draußen, diejenigen, die sich wirklich Zeit nehmen, ich meine die einen, die von Deutschland sind, da wird es vielleicht eh kein Problem sein, dorthin zu gehen, aber wenn wir schon in den alternativen Medien uns einsetzen für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, dann werde ich es doch wohl schaffen, dass ich an den einen Tag meinen Arsch in die Höhe hebe und dorthin gehe. Und daher mache ich jetzt diesen Aufruf an alle meine Abonnenten, bitte fahrt am 29. August nach Berlin. Alle, die das jetzt sehen, das Video, lasst mir einen Daumen hoch da, damit ich sehe, alle, die aus einen Daumen hoch machen, dass das als Zeichen gilt, dass sie vielleicht kommen, okay, das ist ja schon einmal, wäre schon einmal ein gutes Vorzeichen, wenn man schon einmal einen Daumen hochlässt, dass man dorthin kommt, okay? Das wäre mein Appell an euch da draußen. Wenn wir schon jahrelang jetzt aufklären, dann zumindest an diesen einen Tag, dass ich alles dran setze, an diesen einen Tag, dass ich mich aufraffe und dann dabei bin, live diese Energie spüre, wenn das historischste Ereignis in der Menschheitsgeschichte stattfindet, dann, das wird man sonst ewig bereuen, wenn man seinen Arsch nicht in die Höhe gehoben hat. Und ich bereue es auch, dass ich am 29. nicht dabei sein kann, aber es würde mich so freuen, wenn ich dazu viele meiner Abonnenten motivieren kann oder könnte, hier bei dem größten, geschichtsträchtigsten Ereignis dabei zu sein. Ja, das ist soweit mein Aufruf. Und ja, denkt darüber nach. Ja, das war's, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns wieder demnächst mit einem spannenden Video, was ich wieder vorbereitet habe. Dann alles Gute, euer Michi, tschüss und pfiat euch.